bestimmt keine Hände. Bescheiden ist die auch noch. Anna, wo sind denn jetzt die Kinder? Kinder? Welche Kinder? So bescheiden. Eine Runde für alle. Toll. Einfach toll. Super. Tom? Liv hat manchmal eine blühende Fantasie. Ja, das habe ich gemerkt. Und bist du an den Grundriss gekommen? Nee, war ja die ganze Zeit was los. Dann hast du hier keine geheimnisvollen Zimmer gefunden, die es eigentlich gar nicht gibt. Warum suchst du Zimmer 13 eigentlich? Serena von Lippstein hat angerufen. Sie kommt morgen früh ins Hotel. Sie möchte gerne dringend über zwei meiner Mitarbeiter reden. Nummer 1, Nummer 2. Ihr zwei. Zusammen. Alle beide. Du und du. Herr Leopold, ich versichere Ihnen, dass wir... Gerade deine fadenscheinige Erklärung für Mütterchen Lippstein. Morgen exakt um 14.05 Uhr in meinem Büro. Ich hoffe, ihr habt eine gute Erklärung, sonst... zusammen. Alle beide. Du und du. Tja, es sieht wohl so aus, als wird keiner von euch beiden hier bleiben. Bye bye, Hotel 13. Bye bye, Hotel 13. Ich fürchte, es ist nur ein Urteil möglich. Jetzt abonnieren.